Schuldezernent im Prinzip hier im Rathaus vertreten. Es geht um eine neue Schulform, die in NRW eingeführt wird, demzufolge auch in Duisburg. Vielleicht können Sie uns in ein paar Worten erklären, worum geht es denn da? Also die Sekundarschule soll ein längeres gemeinsames Lernen miteinander vereinbaren und soll den Rückgang der Anmeldezahlen an Haupt- und Realschulen auffangen. Wir bieten dann hier ein neues, ein zusätzliches Angebot von Schulform an und wir fragen jetzt die Eltern der Grundschulkinder, die in 2 Jahren eine weiterführende Schule besuchen werden, ob sie mit dem Angebot Sekundarschule sich anfreunden können. Und wenn das Votum ausreicht, um eine Sekundarschule anzumelden beim Land, werden wir das hier in Duisburg machen. Das ist also eine reine Elternentscheidung, das ist nicht richtig. Es ist eine Elternentscheidung. Der Rat der Stadt hat zwar mit großer Übereinstimmung in den politischen Parteien das beschlossen, dass wir das machen sollen, aber wir können es den Eltern nicht aufzwingen, sondern es ist der Elternwille. Den befragen wir gerade in den Stadtbezirken Hamborn und im Duisburger Süden. Und es wird dann aber auch sukzessive in weiteren Stadtbezirken der Fall sein, zukünftig? Das wird so sein. Ich denke mal, die Sekundarschule hat die Chance, ein Erfolgsmodell zu sein. Und wenn wir das in 2 Stadtbezirken haben, werden die anderen Stadtbezirke ziemlich schnell auch danach rufen. Und wie gesagt, es ist ein weiteres Angebot, eine neue Schulform. Und das ist die wichtige Aufgabe, die wir jetzt haben, den Eltern, die dieses neue Angebot noch nicht kennen, die Vorteile dieser neuen Schulform deutlich zu machen. Und dazu finden im Mai Beratungsgespräche, ich glaube 8 Termine sind erstmal geplant, in diesen beiden Bezirken statt. Aber versuchen Sie trotzdem mal in ganz einfachen Worten zu sagen, was ist Ihrer Einschätzung nach der Vorteil dieser neuen Schule? Es sind kleinere Klassen, es ist ein längeres gemeinsames Lernen und es bietet die Möglichkeit, den demografischen Wandel sehr gut aufzufangen. Und es ist eine neue Schulform, die auch mit neuen Bildungskonzepten arbeitet. Also ich denke mal, was Neues, aber was durchaus Positives. Für den Fall, dass die Eltern praktisch das Quorum erfüllen oder das Votum für diese Schulform abgeben, wann würde diese Schulform dann in Duisburg erstmalig entstehen? Wir könnten dann mit Beginn des Schuljahres 2014/2015, also am 1.8.2014, damit beginnen. Und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir das auch tun werden. Und dann werden wahrscheinlich oder voraussichtlich in Hamborn 2 dreizügige Schulen dieser Art errichtet und im Duisburger Süden 1. Richtig. Thomas Rutzberg, vielen Dank. Herzlichen Dank auch.